Gotox SL Serie 60 Watt. Hallo Leute, was machen wir heute? Ich bin jetzt in meinem Studio, ich baue mir gerade ein Studio auf, dass ich mit der Beleuchtung, man sieht hier, glänzt ein bisschen. Ich habe hier ein Greenscreen, das ist immer so ein Thema mit dem gleichmäßigen Ausleuchten. Ich verwende jetzt halt ganz günstige LED-Panels. Ich blende das mal ein, also das ist so ein LED-Panel. Ich habe es in verschiedenen Ausführungen, die funktionieren mit Akku. Die sind eigentlich ganz cool, die haben auch verschiedene Filter, die man vorne drauf geben kann. Nur ist es halt schwierig, man braucht, um den Hintergrund auszuleuchten, ist halt schon gut, wenn man eine Softbox verwendet. Und heute mache ich ein Softbox-Upgrade. Es geht um eine Lampe. Das hier ist die Gotox SL 60 Watt LED-Lampe mit ein bisschen Zubehör. Was hier speziell ist, die hat jetzt keinen Akku, sondern die steckt man direkt in die Steckdose. Sie hat zusätzliche Filter, das schauen wir uns dann noch an. Und ich baue den in meinem Schirm hier ein. Also das ist ein Bowens Mount und das ist halt das Coole. Ich mache sehr viel Fotografie, deswegen habe ich auch so ein Equipment. Jetzt gibt es halt das Upgrade zu diesem Videolicht von Gotox. Und jetzt schauen wir uns das an, was hier alles drin ist und was für einen Einfluss das hat auf meinen hellen Spots im Hintergrund. Es ist wirklich ein Thema, je besser du deinen Greenscreen vorbereitest, desto besser und einfacher wird dann auch das Freistellen, also das Keying, dann geht es einfach total easy. Deshalb gute Beleuchtung, ganz wichtig. Bei mir ist es noch nicht perfekt, ich baue noch Sachen auf, es fehlen noch ein paar Panels, damit ich keine Reflexionen habe. Ich habe nur einen ganz kleinen Raum, der hat 3x4 Meter. Das ist wirklich an der Grenze. Ich versuche ganz weit vom Hintergrund weg zu sein. Aber das sind so Dinge, die wir dann später besprechen werden. Jetzt schauen wir uns die Lampe an. Ich baue sie ein und dann machen wir einen kurzen Versuch auch, wie das ausschaut. Also lass uns durchstarten. In dem Paket sind Handschuhe, dann gibt es verschiedene Filter und hier ist die Lampe drin. Gotox SL Series Video Light. Eine kurze Beschreibung. Garantiekarte, Qualitätscheck. Das ist schon mal das Kabel. Das ist ein Kaltgerätestecker. Sehr lang, also das gefällt mir schon richtig gut. Also das ist die Lampe mit dem Bowens Mount. Hier gibt es den Reflektor, der ist dabei. Und dann auch noch eine Fernbedienung. Alles raus. Wir legen das hier auf. Verpackt ist das sehr gut. Das gefällt mir. Da ist auch schon die Lampe. Einwandfrei. Na, die Raschlerei, das lassen wir jetzt, wir spulen gleich direkt nach vor. Jetzt habe ich das Zubehör da einmal aufgelegt. Das sind diese Handschuhe, der Reflektor. Hier gibt es noch eine Abdeckung, Honeycomb mit auch diesen Schirmen vorne drauf. Dann die verschiedenen Farben, Farbfilter, die dabei sind. Das ist die Lampe selbst mit dem Bowens Mount, dem langen Kabel, der Fernbedienung und noch ein bisschen Papierzeugs. Und jetzt machen wir einfach direkt weiter und wir bauen das schon auf. Was sind so die Vorteile von dieser Lampe? Also der Hersteller sagt halt, das ist super bright. Dann kann man verschiedene Farben, das kann man ein bisschen adjustieren. Es gibt auch die Möglichkeit, das alles per Funk zu machen, also die Stärke einzustellen, das geht mit 433 MHz. Man kann das auch gruppieren, man kann verschiedene Geräte zusammengeben, Kanäle einstellen, dann hat man halt verschiedene Spots, die man dann mit einer Fernbedienung bedienen kann. Das ist auch ein Vorteil. Es hat auch eine Temperaturkontrolle, also bei Überhitze, wenn das zu heiß wird, das Gerät, dann schaltet sich das aus mit einem Fehler. Und ich habe hier diese weiße Version, also White, das steht für diese SL60 Weiß, also die 5300 Kelvin. Es gäbe auch noch die Yellow Edition, die wäre dann mit einem Y zum Schluss. Aber ich habe halt die weiße. Für meinen Hintergrund ist Weiß natürlich besser, aber zusätzlich möchte ich natürlich auch diese Lampe als Spotlight und so verwenden. Also die Möglichkeiten gibt es.
Das kann man ganz einfach runterziehen. Man muss das zurückhalten und dann geht es runter. Also das ist so eine Abdeckung, dass man so verschiedene Spots machen kann. Spotbeleuchtung. Hier, das ist das LED. Das schaut schon sehr, sehr ordentlich verarbeitet aus. Es hat einen richtig guten Heatsink. Also die Abwärme, das sollte auch funktionieren. Dann gibt es da noch einen Ausschalter, dass man auch gruppieren kann, diesen Group-Schalter und den Channel-Schalter. Das ist in dem einen, das ist ein Taster. Und man kann auch die Stärke variieren, direkt am Gerät oder mit der Fernbedienung. Grundsätzlich, das Gerät funktioniert in USA, also mit 100 bis zu 240 Volt. Das ist auch gut, das kann man dann mitnehmen, wenn ein anderes Land fährt. Es ist schwer, aber nicht so schwer, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe. Und jetzt werden wir das mal einbauen und mal genau schauen, wie das geht mit dem Bowens Mount. Den habe ich hier. Die Filter werde ich jetzt im ersten Moment nicht verwenden. Also das werden wir dann später mal testen. Ich mache jetzt ja verschiedene Videos auch zu dem Greenscreen, wie man das gut machen kann. Grundsätzlich ist der Platz immer das Thema. Und wenn man Platzschwierigkeiten hat, dann muss man ganz speziell auf die Beleuchtung schauen, auf das Setting schauen. Das ist wichtig. Ich brauche den Reflektor nicht. Ich werde auch dieses Honeycomb, diese Abdeckung jetzt mal nicht brauchen. Das gebe ich auch weg. Ich baue das jetzt wirklich nur mit dem LED direkt in meine Softbox hier ein. So, ich habe hier jetzt meine Softbox. Und was es da oben halt, was es hier halt gibt, das ist dieser genannte Bowens Mount. Also hier, das ist ein Bowens Mount für einen Blitz. Wie gesagt, ich mache ja viel Fotografie und habe diese Box immer nur für Fotografie verwandt. Das funktioniert halt mit einem ganz normalen Aufsteckblitz, den gibt man da hinten drauf. Top. Das hier ist der Bowens Mount. Der hat diese Beinchen, diese Füße hier und da kann man das drauf schieben und dann verdrehen. So schaut das aus. Ja, und als nächstes, ganz einfach, wir geben nur diese Lampe. Die hat auch diese Einkerbungen hier und die schieben wir jetzt einfach da drauf. So, dann muss man diesen Knopf hier raufziehen, damit man es verdrehen kann. Und das war's. Die Lampe und der Reflektor sind verbunden. Dann brauche ich den nur nehmen und hier direkt drauf geben. Festziehen und schon ist das fertig. Also dieser Bowens Mount, der hat wirklich einen großen Vorteil. Das geht so schnell zu tauschen, das hält. Man könnte natürlich auch vor einer LED-Lampe, ich zeige euch die jetzt nochmal, vor meiner LED-Lampe irgendwie das dazu bauen oder ein weißes Tuch, einen Filter davor geben. Nur wenn man schon Platzschwierigkeiten hat, dann ist halt gut, wenn man da ein fixes System hat. Deswegen eine richtige, schöne, gute Softbox mit diesem Bowens Mount. Also grundsätzlich, ich mag die Akkulampen sehr gerne. Das funktioniert einwandfrei, man ist unabhängig, nur es ist nicht so praktisch, wenn man ein Studio aufbauen will, ist besser, man nimmt eine große Softbox, man braucht eine große Fläche und viel Licht. Und das Ding bietet einfach Lichtstärke. Und jetzt werden wir es auch schon fertig positionieren und ich schalte es mal für den Hintergrund hier ein. Ich gebe das Kabel hier, das stecken wir da drauf. Das Kabel ist wirklich lang genug, das ist top. Und jetzt schalte ich das Ding auch schon ein. Okay, man sieht Temperatur, Kanal, die Prozent. Das Ding hat einen Lüfter eingebaut. Also man hört das, es ist nicht laut, aber man hört doch einen Lüfter. Das muss man schon bedenken, dass man halt ein gutes Mikrofon braucht. Also da muss man ein bisschen schauen. Die Lampe ist jetzt mal ein. Ich habe es da oben positioniert. Sie ist jetzt ziemlich stark gestellt, aber ich sehe schon, ich habe viel einen größeren Lichtkegel. Und weil mein Studio so klein ist, das muss ich dann halt mit einer Maske oder so wegnehmen.
mal schauen. Vielleicht kriege ich da irgendwie noch einen Platz hin. Und jetzt versuche ich auch die Fernbedienung zu aktivieren. Okay, super. Batterien sind nicht dabei. Zum Glück habe ich da ein paar. Schauen wir, ob die auch was können. Sehr fein. Das sind coole Batterien eigentlich. Mit so einer Anzeige. Sehr gut. Batterien sind drin. Ah, okay. Sie hat sich schon eingeschaltet. Also für die Kanäle, es geht bis zu 16 Kanäle. Also das bedeutet, da kann man 16 Kanäle machen und die kann man dann wiederum gruppieren. Und das finde ich schon cool. Das ist die Fernbedienung. So schaut das aus. Also es gibt ja die verschiedenen Lampen, wo man auch vielleicht die Kelvin einstellen kann, also die Lichtfarbe. Das ist in dem Fall jetzt nicht. Ich kann die Prozent einstellen, wie viel Leistung meine Lampe haben soll. Ich habe jetzt den Kanal 12 gewählt, 16 gibt's. Echt cool, und man kann die Fernbedienung auch ausschalten. Da schaltet sich auch automatisch die Lampe aus. Da schalte ich wieder ein. Tipptopp. Ja, vielen Dank, Leute. Ich hoffe, die Info war jetzt einmal gut für dich. Das ist eine günstige LED-Lampe mit Bowens Mount. Die gibt es viel, viel teurer. Von Aperture, von anderen Marken. Hier, das ist eine chinesische Firma. Aber die Qualität, das gefällt mir. Also das ist stabil gebaut. Ich höre den Lüfter. Also den höre ich schon deutlich. Ich muss schauen, wie das im Video sein wird, wenn ich dann auch noch mein Stabmikrofon hierher gebe, dass ich da nicht zu viel Sound reinkriege. Also das könnte schon eine Schwierigkeit werden. Wenn dir das Video jetzt gefallen hat, das war jetzt, ich bin noch beim Aufbau von meinem Greenscreen, also seid nicht gleich zu böse, schimpft mit mir, dass das nicht perfekt ist. Es gibt viel Platz nach oben, aber ich bin dran und ich werde das bald machen. Lampe ist super cool. Ich würde mir die auf jeden Fall wieder kaufen. Ich werde jetzt noch einige Tests machen. Also die nächsten Videos kommen dann schon mit der Lampe. Und du wirst es dann sehen. Also um die Videos nicht zu verpassen, es geht dann um Greenscreen, wie man das Setup macht, wie man das Keying macht mit dem Ultra Key oder mit Keylight oder mit anderen Chroma Key Programmen. Das ist jetzt eine neue Serie, wie man diesen Greenscreen macht. Und des Weiteren werde ich dann noch Elektronikbasteleien, meine üblichen Sportsachen, dann auch Reviews. Ich habe jetzt einige Produkte zum Reviewen bekommen und das wird es in nächster Zeit geben. Um nichts zu verpassen, subscribe zu meinem Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also vielen Dank fürs Zuschauen, gib mir auch einen Daumen nach oben und mach's gut. Tschüss.